Der Wirtschaftsstandort Waldviertel steht vor großen Herausforderungen. Einige Traditionsbetriebe mussten im Laufe der Jahre schließen oder sind abgewandert. Und auch viele junge Menschen zieht es nach der Schule weg. Was bleibt? Ein Fachkräftemangel bei den Betrieben. Vor allem Lehrlinge werden dringend gesucht. Auf der Waldviertler Jobmesse, die derzeit am Truppenübungsplatz in Allensteig stattfindet, präsentieren sich 200 Betriebe und sie hoffen so, vor allem junge Leute anzusprechen. Damit auch in Zukunft der Weg für die Waldviertler Unternehmen geebnet ist, wird auf der Messe um jeden Interessenten geworben. Denn auch wenn sich wieder mehr Jugendliche für eine Lehre entscheiden, fehlen sie derzeit in den Betrieben. Gerade im Waldviertel, auch über die anderen Standorte, suchen wir immer unseren Nachwuchs, also Fachkräfte. Und da wird es immer schwieriger, dass wir Lehrlinge bekommen. Ein Problem, das viele Aussteller hier auf der Jobmesse kennen. Wir haben derzeit einen Personalstand für 220 Mitarbeiter und haben 16 Lehrlinge, über 4 Jahre verteilt. Wir nehmen jedes Jahr 4 Lehrlinge auf. Und wie schwierig ist es, diese 4 Lehrlinge pro Jahr zu finden? Ohne dass wir solche Marketingaktivitäten machen würden, wie wir es jetzt derzeit machen, sehr schwierig. Es ist auch so nicht ganz leicht, Lehrlinge zu bekommen, die die Anforderungen erfüllen, die wir für den Job brauchen. Laut Wirtschaftskammer Niederösterreich fehlen derzeit im Waldviertel bis zu 300 Lehrlinge. Vor allem die Branchen Tourismus, Handwerk und Gewerbe sind betroffen. Neben dem Werben auf der Messe greifen einige Betriebe auch zu anderen Maßnahmen. Den Zugang zu den Jugendlichen zu finden, das hat uns ein Umdenken auch im Betrieb gekostet. Also dass wir Instagram nutzen, dass wir Facebook nutzen, dass wir in die Schulen rausgehen, dass wir unseren Betrieb öffnen. Mit Praktikumsplätzen und so Projekttagen, damit die sehen, okay, das ist ein schöner Beruf. Einige Besucher sind bereits überzeugt. Ich möchte einmal definitiv Zimmerer werden. Vielleicht Krankenpflegerin, vielleicht für Gastronomie. Ihre Zukunftsaussichten dafür stehen laut Wirtschaftskammer gar nicht so schlecht. Ich denke, dass wir hier gut unterwegs sind. Es ist ein ganz großes Projekt, das auf Schiene gebracht wird mit der Eurospange, wo auch die Infrastruktur in Waldviertel sich langfristig verbessern wird. Und man sieht es auch, wenn man mit Waldviertler Betrieben redet, dass da durchaus auch eine Aufbruchstimmung ist. Denn die Qualität, die die Betriebe in Waldviertel liefern, wird weltweit geschätzt. Und das soll sich in den Köpfen der Besucher festmachen. Morgen öffnet die Jobmesse noch einmal ihre Türen.